Wunderschönen guten Tag. Ja, der JCB-Pack oder das JCB-Pack ist da für Konsole, beinhaltet natürlich auch, wie man unschwer erkennen kann, den Fast Track bzw. den lieben, hier heißt er natürlich HRFF-Track, aber das ist der Mercedes Edition, der jetzt endlich für Konsole da ist. Denn gibt es natürlich in diesem Pack, kann man natürlich auch eine Deutsche Edition machen, die Silver Grey Edition und ja, hier habe ich nochmal einen Mercedes. Ist ein schönes Fahrzeug, auch von der Leistung her. Eigentlich brauchst du gar keinen anderen Trecker mehr. Warum, möchte ich euch natürlich kurz zeigen. Findet ihr unter mittlere Traktoren, hat Slots. Ja, jetzt hier zwei, das bringt es ja natürlich nicht. Zwei, 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 wo ist der Original davon? Pff, wir verkaufen ja einfach, dann wissen wir das, wo der Original davon ist. 40 Slots, ja, ist natürlich schon ein bisschen deftig. Na gut, ihr habt Fast Track. Ganz normalen, kennt ihr ja. Felgen könnt ihr hier machen, wie ihr wollt. Ich mache den jetzt mal auf JCB. Hauptfarbe braucht ihr nicht mehr ändern, wenn ihr den Mercedes haben wollt. Aber es gibt natürlich unglaublich viele Hauptfarben. Ja. Also ihr könnt hier von Blue bis irgendwelche Metallic-Lackierungen. Na, wo waren die? Orange. Steht hier auch eigentlich Metallic. Pink Red. Keine Ahnung. Da, Terra Metall, also ihr könnt hier echt bis zum Abwinken, ne? So, das ist aber relativ unwichtig. Und zwar, ihr könnt Michelin-Reifen machen. Mitas, Nokian ist bekannt. Das sind die für Forst. Und die Trailbox, ich mag gerne Michelin. Da könnt ihr groß, größer, noch größer und ganz fette Breitreifen. Aber die mag ich nicht, sollten schon in den Kotflügeln bleiben. Ja, und dann gibt es halt den Fast Track, das ist halt die Standardvision. Und dann gibt es schon die Mercedes gleich dahinter, HRFF Track 1. Leider mit blauen Scheiben, aber ich glaube, anders war es einfach nicht möglich. Dann gibt es den Track 2, das ist der gelb-blue. Ist auch bekannt, aber wir lassen den jetzt mal auf Track 1. Dann habt ihr hintere Kotflügel, die könnt ihr entfernen, wenn ihr wollt. Ich lass es dran, ich mag das nicht ohne. Dann könnt ihr hier Anhängerkupplung machen, wenn ihr zum Beispiel ja, Anhänger, Gülle oder beziehungsweise es gibt ja viele Fahrzeuge mit Arm und Kupplung, seit neuerdings auch von Berson für Kalkfahrzeuge und so, da könnt ihr die Kupplung machen, für mich aber relativ unwichtig. So, Motorausführung ist Standard 235, dann gibt es Stage 1 mit 315, was ja schon völlig reicht für alles. Dann noch 398 Stage 2, also das ist dann schon Fendt 900er Klasse. Lassen wir jetzt mal so. Vordere Kotflügel weg oder ran. Frontladeanbau. Und ja, unschwer zu erkennen. Nein, ja, wir machen jetzt einfach mal ja. 398 PS mit Frontlader. Das heißt, wenn ihr das Fahrzeug runterlädt, braucht ihr keinen anderen mehr. Also den muss ich auf jeden Fall auf meinen Dacia Spielstand raufknallen. So sieht das Ganze denn aus, wenn ihr den bekommt. Er sieht natürlich jetzt in der Mitte nach metallisch aus, weil die Farbe, die ich untergemischt habe, war metallisch. Der hier hatte eine Uni-Farbe unter und deswegen ist die Farbe darunter auch Uni. Also aufpassen, wenn ihr das Fahrzeug nimmt, welche Farbe im Hauptdings ist. Also wenn jetzt hier die Felgen, das ist unwichtig, das ist das Grün vom Glas, das ist das gleiche. Hier die Hauptfarbe. Hier sind ja nicht Metallicfarben. Und hier oben sind Metallicfarben. Wir nehmen das. So, wir nehmen ja hier Metall. Und wenn ihr dann Fast Track die Mercedes Edition machen wollt und habt eine Metallicfarbe jetzt drauf, dann ist auch diese Fast Track Edition metallic. Deswegen schlage ich vor, zum Beispiel Glas zu nehmen. Und dann geht ihr auf. Ja, wir machen das nochmal neu. Breitreifen. Seht ihr? Nix, nix metallig. So. So, der steht jetzt wie doof da. Und dann könnt ihr es auch schon erkennen. Den Unterschied. Rechts, also der hier, hat metallig. Oben dieses komische metallig, alles ein bisschen heller. Und dann halt die Unifarben Green. Und das Unifarben Green, das hier ist das Original, so wie man das kennt vom Fast Track. Und das hier ist mit metallig. Ist natürlich nicht das Original, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Sieht natürlich im Schattenpunkt natürlich gut aus und sieht metallisch jetzt auch nicht verkehrt aus. Aber Original ist das hier. Also vorher Glasgrün runtermischen, Glasgrün die Felgen. Und wenn ihr dann wechselt auf den HRFF, setzt er die Felgen und die Lackierung in Mercedes um. Ja, das ist immer ganz wichtig. Weil sonst fahrt ihr mit so einem Metallic-Fahrzeug rum wie der hier.
Ist aber nicht das Original. Und zwar das hier ist das Original. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. 40 Slots sind zwar deftig, aber mit 398 PS und Frontlader braucht ihr eigentlich ja gar keinen Träger mehr. Weil 400 PS kriegt ihr alles mitgezogen mit Frontlader. Also da werden wir auf unseren Spielstand, den ich gerade bin, auf jeden Fall mal die Maschinen durchwechseln, weil der hier ist ganz knackig. Was mich bloß daran stört ist, also Grafik alles top, brauchen wir nicht drüber diskutieren, warum man die Scheiben blau gemacht hat. Die sind ja an der Seite blau, wie man sieht. Von drinnen sieht man das nicht. Das ist alles weiß. Zum Glück. Ich sag mal ganz ehrlich, zum Glück auch drinnen. Aber wenn man das dreht und ranzoomt, sieht ihr ja, er hat einen Blautick drinnen. Hier sieht man das am besten. Er ist nicht der schönste, aber wenigstens haben wir ihn auf Konsole. Und da gab es ja vorher von Giants ein bisschen Mimimi. Aber jetzt ist er da. Was wollen wir mehr, oder? Ich find's gut. Ja, wenn euch das gefallen hat, lasst ein Like da oder ein Abo. Wie gesagt, Videos mache ich immer knapp. Wir wollen ja nicht so Werbung geiern. Ja, und wir schauen mal. Es müssten im Laufe der Woche kommen jetzt noch die amerikanische Karte und noch diverse andere Mods. Der Case, der heute gekommen ist, ist Plunder. Der Pickup ist Plunder. Ja, Ursus, LKW, habt ihr gesehen, ist zwar lustig, aber brauche ich nicht. Ja, aber der hier, denke ich mal, ist schon ein Augenschmaus, okay? Ich wünsche euch einen schönen Montag, ich bin euer Paddy, ciao, ciao. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.